Den russischen Scheinreferenten aber zum Trotz. Die Ukraine versucht mit einer Gegenoffensive in der Region Luhansk nun in einen der zwei Teile des von den Russen besetzten Donbass vorzudringen. Und noch wollen viele Ukrainer dort nicht ihre Heimat verlassen und stattdessen kämpfen. Weltreporter Max Hermes war in den Städten Siversk und Soledar. In Siversk im Donbass sind die Spuren der Kämpfe überall zu sehen. Diese riesige Grube hier, dieses Einschlagsloch, zeigt die Wucht, die Dynamik der Raketen, die hier niedergehen. Viele der rund 12.000 Einwohner haben die Stadt in der Nähe der umkämpften Region Luhansk bereits verlassen. Die 84-jährige Zoja Karimova hat nichts mehr, was sie hier hält, außer dem Willen zu überleben. Mein Mann ist gestorben, meine Tochter lebt in Deutschland und mein Sohn ist in Russland. Ich habe noch eine Ziege, auf die ich aufpasse. Das ist alles, was mir geblieben ist. Hinter der Tür von Haus Nummer 10, das haben mir Anwohner gesagt, findet sich ein besonders schrecklicher Beleg für die Grausamkeit dieses Krieges. Hier im Garten eines Hauses hat ein Vater sein 14-jähriges Kind beerdigt, also direkt hinter dem eigenen Haus das Grab geschaufelt. Die letzte Ruhestätte habe der Vater, der inzwischen an einem sicheren Ort leben soll, in völliger Verzweiflung ausgehoben. Das erzählt mir Nachbarin Nina. Ich habe ihm noch gesagt, das ist keine würdige Bestattung. Er hat daraufhin nur gefragt, aber was soll ich machen? Es ist zu gefährlich, um zum Friedhof zu fahren. Vielleicht ist das nicht gut für seine Seele, aber das ist die einzige Option, die ich habe. Einige Häuserblocks weiter sorgt sich die 69-jährige Nadja um den jetzt nahenden Winter. Eine Feuerstelle ist derzeit der einzige Ort, an dem es hier Wärme gibt. Wir leben hier seit über 6 Monaten ohne Wasser, Strom und Gas. Das Wichtigste, was wir jetzt brauchen, ist Frieden. Jeden Tag, den wir hier bleiben, könnten wir sterben. Aber ich kann hier nicht weg, mir fehlt das Geld und ich möchte auch nicht weg. Das ist doch mein Zuhause hier. Ein Argument, das Militärkommandeur Oleksiy Worobiow immer wieder hört und was kaum zu entkräften zu sein scheint. Es gibt unglaublich viele Freiwillige, die mit ihren Autos herkommen und versuchen, die Menschen zum Gehen zu bewegen. Aber das ist aus den unterschiedlichsten Gründen leider vergeblich. Wer noch nicht weg ist, will weiter hier bleiben. Trotzdem ist die Hilfe von außen für die Menschen hier überlebenswichtig. Wir sehen, im Hintergrund wird hier Essen verteilt, Brot, eine humanitäre Hilfsleistung. Und man hört die ganze Zeit hier Beschuss und währenddessen läuft die humanitäre Hilfe hier weiter. Wenige Kilometer entfernt liegt die Frontstadt Soledar. Oft sind nur die Hunde geblieben, ihre Besitzer schon vor Monaten geflohen. Anders als Rentner Viktor Guba, der mich unter seinem Carport empfängt. Ich bin 88 Jahre alt und ich möchte hier auf meinem Grundstück sterben. Meine Frau liegt auf dem Friedhof, meine Tochter liegt auf dem Friedhof. Ich bleibe jetzt hier mit meinen Enkeln und meinen Urenkeln und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Jede Bewegung in der Stadt bleibt gefährlich. Die Menschen in diesem Haus leben zurückgezogen. Sprechen möchten sie über all das, was ihnen hier widerfährt, nicht. Nur noch knapp 500 von früher einmal 10.000 Einwohnern wohnen in Soledar. Putins brutalste Söldnertruppen haben immer wieder versucht, die Stadt einzunehmen. Die Menschen, die jetzt noch in Soledar geblieben sind, die wollen auch wirklich hier bleiben. Auf unserem Weg raus aus der Stadt sehen wir eine Frau, wollen sie evakuieren, doch sie ist nicht ansprechbar. Scheinbar paralysiert vom Frontgeschehen in Soledar.